Ich darf Sie ganz herzlich heute hier im Estadio da Luz begrüßen, liebe Fußballfreunde. Auf den Kommentatorenplätzen haben Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Wir zeigen Ihnen heute eine spannende Partie. Benfica gegen Dinamo Zagreb. Auf dem Papier ist das hier eine tolle Partie. Beide wollen zeigen, was sie drauf haben. Ich freue mich auf dieses Spiel. Josip Drmić. Stark gearbeitet. So sieht also die Startformation von Benfica aus. Startaufstellung der Gäste. Und die Chance. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Im Spielaufbau ist er extrem wichtig für die Mannschaft. Er ist einer für die klugen Pässe. Aursnes. Aber er muss aufpassen. Sie kommen, sind da erstmal nicht vom Ball zu trennen. Vielleicht die Führung jetzt. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Und jetzt ist der Ball weg, die Szene damit erstmal geklärt. Jetzt die Maria. Am Ball Alexander Bar. Da suchen sie jetzt die Lücke. Schön zurückgespielt. Am Ball ist Angel Di Maria. Da ist das Tor und jetzt kann dieses Spiel hier so richtig beginnen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Stefan Ristowski. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Alexander Bar. Gutes Tackling hier. Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff. Der erste Durchgang ist also beendet in dieser Begegnung. Das sah richtig gut aus, was Angel Di Maria vor der Pause gezeigt hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Josip Drmić zieht den Ball gut zurück. Schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Gut dazwischen gegangen. Stefan Ristowski. Drmić. Das könnte vielleicht was werden. Früh wird er jetzt gestört. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren.
Da muss er hin und holt sich den Ball. Da sind Mitspieler frei. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Schön dazwischen gegangen. Rafa. Chance zum Konter jetzt. Er schießt. Sie erhöhen auf 2 Tore. Wichtiges Tor. Da hat er es geschafft. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Das ist die Chance jetzt. So, Tor, Anschlusstreffer. Jetzt glauben hier wieder alle dran, dass da noch was geht. Ein wichtiges Tor. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Angel Di Maria. Kökçü. Am Ball ist Rafa. Kökçü ist das. Dirmic. Das wäre die Chance für den Konter. Gefährliche Szene. Seed up. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. So, Ecke nochmal. Das könnte den späten Ausgleich geben. Die Ecke kommt. Das war's für heute. Wir hören den Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Und der Sieger, das sind heute die Gastgeber. Das war eine enge Partie, glücklicher Sieg am Ende, knapper Sieg. Aber so ein Spiel musst du am Ende dann auch erstmal gewinnen. Da haben die Nerven gehalten. Sie wollten diesen Erfolg. Das war gut, was er heute angeboten hat. Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient.